An dieser Stelle blicken wir einmal in den Wirtschaftsbericht der ZEW, dem Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, ähnlich wie in den USA, wo es da beispielsweise das BIS-Book als Wirtschaftsbericht gibt, haben wir hier bei uns in Deutschland natürlich auch Berichte, die Auskunft darüber geben, wie der Stand der Wirtschaft momentan ist. Einer davon ist hier der ZEW-Bericht, der kommt monatlich und damit bekommen wir Informationen darüber. Wichtig, bevor wir in die Fachinhalte jetzt einsteigen, ist der Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle, wie er hier steht, selbstredend auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Blicken wir hier einmal hinein in den ZEW-Finanzmarktreport bzw. in die Konjunkturerwartungen. Was ist es? Was hat es damit auf sich? Das ist ein Konjunkturbericht für Deutschland. Den gibt es nach der Wende, wurde der eingeführt, seit 1991 und ist ein Report über die aktuelle wirtschaftliche Stimmung hier bei uns in Deutschland. Und die beflügelt halt auch immer wieder den DAX oder versetzt dem DAX einen gewissen Dämpfer. Aus diesem Grund hat dieser gewichtige Report auch immer wieder Auswirkungen auf die Charts im DAX, im Euro. Das ist halt eine wichtige Sache, die wir hier immer wieder mit anschauen sollten, um zu wissen, wie geht es denn unserer Wirtschaft und wie spiegelt das Ganze denn der Chart wieder? Das heißt, was spielt er momentan? Was wird hier gemacht? Im Report, die Daten kommen aus einer Befragung von 300 Expertinnen und Experten aus Banken, Versicherungen und auch Großunternehmen. Und die werden dann befragt. Dann kommen Informationen raus und diese Informationen befüllen dann den Finanzmarktreport. Folgende Kennzahlen oder Werte sind hier immer wieder Gegenstand. Das heißt, wir haben hier das Thema der Inflationsraten, wir sprechen über Zinsen, es fließen die Aktienindizes ein, der Wechselkurs und auch der Ölpreis. Also alles Dinge, die die Wirtschaft und auch die Unternehmen hier bei uns in Deutschland eins zu eins betreffen und auch, sage ich mal, bewegen können. Und die Ergebnisse, die fließen dann in den Index ein, das heißt, die Ergebnisse sind die ZEW-Konjunkturerwartungen. Und diese sind ein Frühindikator für die wirtschaftliche Lage Deutschlands, genauso wie es im US-amerikanischen Pendant ist, das BIS-Book. Das ist der Frühindikator für die wirtschaftliche Lage in den USA. Und das fließt dann natürlich auch in Beurteilungen der Zentralbanken hiermit ein. Er hat eine Ähnlichkeit zum IFO-Geschäftsklimaindex. Den bekommen wir ja nächste Woche wieder mitgeliefert. Hier haben wir mal den Bericht. Heißt also, er wird monatlich veröffentlicht im Finanzmarktreport. So sieht er aus. Den kann sich jeder kostenfrei herunterladen. Das heißt, hier einzusehen ist das Ganze auf der Internetseite, wie sie hier genannt ist. Ich würde das Ganze auch mal kurz mit kopieren und hier bei uns in die Chats hineinstellen. Kurzen Augenblick. Ich mache es mal eben. Ich stelle das hier mal auf Facebook hoch und kann das Ganze gerne auch noch in den Chat reinstellen auf unserem GoToWebinar-Stream. Ich hoffe, das funktioniert. Jawohl, es ist alles da, kann sich jetzt jeder anschauen. Wer mag, einfach mal hier reinschauen und dann kann man sich das Ganze auch mal durchlesen, wie das Ganze ist. Wir blicken jetzt einfach mal hier in die Details auch rein, die wichtigen Punkte, die wir hier haben. Das sind zum einen hier, wir sehen es, die Daten bzw. die Fakten im März für Deutschland, die Konjunkturerwartungen. Hier sehen wir mal dieses Bild. Wir sind also weiterhin unter der Nulllinie. Der ZEW-Konjunkturerwartungsindex ist aber gestiegen. Oh, ich sehe gerade, kleiner Fehler hier im Text. Also die Konjunkturerwartungen, die sind gestiegen um 1,6 Punkte auf minus 13,4. Wir sind noch im Minus, aber es steigt an. Das macht ein bisschen Mut an dieser Stelle. Heißt also hier, der Anstieg ist erst einmal positiv zu sehen. Der Markt hat ja auch positiv darauf reagiert. Das heißt, die Erwartungen, die bessern sich so ein bisschen, auch wenn man jetzt noch nicht im Plusbereich hier angekommen ist. Aber ein Zuwachs ist ja immerhin schon mal ein positives Zeichen. Als zweites geht es hier um die Einschätzung der konjunkturellen Lage. Das heißt hier, das waren mal die Erwartungen für die Zukunft und das ist der Stand, wie wir heute jetzt sind.
Die Einschätzung der konjunkturellen Lage ist so, man liest das aus dem Report raus, es schwächelt weiter. Wir sehen es auch hier im Chart drinnen, die Punkte gehen weiter zurück. Wir haben hier die Einschätzung, die zum fünften Mal in Folge gefallen ist, der aktuelle Stand. Wir sind hier bei 15 Punkten und damit 12,6 Punkte hinter dem Vormonat. Das sind hier die Fakten, die wir aus der Befragung heraus einsehen können. Aktuelle Belastungsfaktoren, die werden natürlich angegeben, weil dieser Rückgang, der kommt ja nicht einfach so dahergeflogen, sondern da gibt es ja harte Faktoren. Was sind aktuelle Belastungsfaktoren? Das ist zum einen der ansteigende Ölpreis. Dann wird genommen die teils schwächelnde Nachfrage in der Binnen-EU, internationale Handelskonflikte. Dann, wen wundert es, das Thema Brexit. Die Brexit-Bedingungen sind weiterhin ungeklärt und das sind selbstredend für die exportlastige Wirtschaft hier bei uns in Deutschland Punkte, wo es Probleme geben kann. Das heißt, wir haben hier aktuell erhebliche Belastungen für das exportorientierte verarbeitende Gewerbe. Das sind die Dinge, die wir aus den Daten rauslesen können. Die Daten zum Einkaufsmanagerindex der Industrie sind weiterhin ebenfalls rückläufig. Also auch das ein Faktor der Belastung. Und dann ist es ja so, wir haben zwar momentan eine sehr, sehr positive binnenwirtschaftliche Lage hier bei uns in Deutschland. Da gibt es sehr positive Impulse aus der Wirtschaft. Aber es herrscht zugleich seitens der Industrie Pessimismus darüber, ob diese positiven Signale hier dazu in der Lage sind, die außenwirtschaftlichen Herausforderungen auszugleichen. Das ist hier, da sind wir pessimistisch gestimmt in Deutschland und aus diesem Grund wird das hier entsprechend auch mit aufgeführt. Schauen wir uns das Ganze hier mal in Europa an. In Europa haben wir Daten bekommen und die sagen uns, das Rezessionsszenario ist weiterhin vorhanden. Der Konjunkturausblick ist unverändert negativ. Und hier kam raus, im Durchschnitt aller Befragten kam heraus, dass die Wahrscheinlichkeit für ein negatives Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2019 bei 23,4% liegt. Das ist eine Nummer. Das heißt, hier in Europa sehen wir, dass sich die konjunkturelle Lage weiter verschlechtert. Der Konjunkturausblick fällt zum vierten Mal in Folge. Das sehen wir auch hier sehr, sehr schön in der Grafik mit angezeigt. Hier dieses ganze rückläufige Prozedere. Der Lageindikator ist mittlerweile im negativen Bereich angekommen, aktuell bei minus 3. Und das Wachstum ist weiterhin rückläufig. Das BIP ist nur um 1,2% gegenüber dem Vorquartal angestiegen. Also wir sehen hier anhand dieser Grafik auch, alles ist hier nach unten gerichtet. Die Trends zeigen eher nach unten als nach oben, auch wenn es hier ja, nach einer leichten Bodenbildung anschaut. Es ist interessant, wie die Zukunft sich entwickeln wird, ob auch die Tatsache, dass es hier seitens der EZB Unterstützung gibt, wie sich das auswirken wird, das werden wir in Zukunft dann auch sehen. Ein Ausblick hier auf die Konjunkturentwicklung, der ist leicht gestiegen. Das heißt, das ist das, was wir hier unten sehen. Die Konjunkturerwartungen im Euroraum, diese Grafik hier, da sehen wir, der ist sehr weit, aber er ist leicht oder die Konjunkturerwartungen sind hier leicht angestiegen und das zeigt uns auch dieser Wert. Der Indikator ist um 4,3 Punkte auf minus 16,6 angestiegen. Aber auch hier der Ausblick auf die nächsten 6 Monate ist eher pessimistisch gehalten. Warum? Wir haben auch hier, genau wie die Daten aus Deutschland uns das zeigen, Belastungsfaktor Brexit und wir haben die internationalen Handelskonflikte und da muss natürlich erst einmal etwas reinkommen an dieser Stelle. Max, einen schönen guten Morgen. Heißt also hier Europa ebenfalls nicht ganz so euphorisch. Gucken wir uns das Ganze mal mit Blick auf die USA ein. Hier sehen wir die Meldung, die Konjunktureinschätzung ist nahezu unverändert. Der Lageindikator ist bei 63,8 Punkten. Also das heißt hier oben, das ist dieser Bereich. Und damit um 0,7 Punkte gegenüber dem Vormonat angewachsen. Also wenn wir mal diese beiden Grafiken oder diese Grafiken hier für Deutschland und Europa beziehungsweise die USA miteinander vergleichen, das sind ganz, ganz deutliche Unterschiede hier, die wir dazu haben. Die Erwartungen, die hier, das ist das hier, die den Markt, den wir hier deutlich nach unten laufen sehen,
Da ist bei minus 37,4 ein Plus von einem Punkt gegenüber dem Vormonat. Also hier in den USA schaut das Ganze ganz, ganz anders aus. Die Gründe für den Optimismus in den USA sind ein Ende des Shutdowns. Der Shutdown hat ja Wirtschaftsleistung gekostet. Das haben wir im Beachbook auch gesehen. Wir sehen hier die Fortschritte im Handelsstreit mit China und wir sehen auch, dass die geldpolitische Entwicklung der Fed das Thema Zinsrisiko auch etwas gelockert hat. Das heißt, dort ist auch Luft aus dem Kessel gegangen. Ne? Und wenn wir uns mal erinnern, was wir in den letzten Beachbooks auch gesehen haben, da waren halt genannt, Shutdown hat Probleme hervorgerufen, der ist jetzt weg, das ist kein Belastungsfaktor mehr für die US-Wirtschaft. Handelsstreit mit China war ein Belastungsfaktor, da gibt es erste Fortschritte, heißt also hier wunderbar, das Ganze ist auch erst einmal ein bisschen vom Köcher genommen worden und dann war ja noch das Thema invertierte Zinskurve, da hatte der Markt wirklich Angst, die Industrie hatte Probleme mit steigenden Zinsen, was ist passiert? Da ist auch Luft rausgelassen worden. Die Fed erhöht die Zinsen auch in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht. Alles gut und das ist gut und das stützt hier die US-Wirtschaft an dieser Stelle. Gucken wir uns das Ganze mal noch mit Blick auf Großbritannien, auch zum Thema Brexit ein. Ganz klar, da wächst nichts in den Himmel. Da ist momentan ja alles im negativen Bereich. Das heißt hier, die Konjunkturerwartungen und die Lageeinschätzung sind erneut gesunken. Das sehen wir auch in dieser Grafik hier. Die konjunkturelle Lage, es wird deutlich schlechter und auch die Erwartungen, die sehen nicht rosig aus. Warum? Hauptbelastungsfaktor, da muss man ja nicht großartig raten. Thema Brexit, dieses Hin und Her, das belastet die Konjunktur in Großbritannien und das sieht man entsprechend auch an diesen Daten, die wir hier genannt bekommen haben. Schauen wir mal noch auf Japan, auch einer der Handelspartner. Verhaltener Konjunkturausblick aus Japan. Warum? Hier sehen wir als Begründung, Handelskonflikte und weltweite Konjunkturentwicklung belasten. Die Konjunktur weltweit geht ja auch ein bisschen zurück, die schwächelt ja ein bisschen. Das merkt Japan natürlich auch, wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen. Ich sehe gerade, hier ist die falsche Grafik drin. Wir haben Belastungen in Japan und das merkt man auch für die entsprechenden Entwicklungen an dieser Stelle. Das heißt, hier sind wir mit der groben Besprechung der wichtigsten Fakten hier in dem Konjunkturbericht aus dem Monat März fertig. Wir besprechen das Ganze im nächsten Monat selbstverständlich auch wieder. Das heißt an dieser Stelle, danke für die Zeit hier im Webinar und gute Trades.